Judith, auch für deinen interessanten Input. Und jetzt kommen wir nach Frankreich. Liebe Danielle, in Deutschland gab es vor einiger Zeit den Slogan, inspiriert von den ganzen Streikprotesten in Frankreich, Kick it like Frankreich, also von Frankreich lernen. Wie sieht das jetzt aus mit dem Blick auf die Front National? Also ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass die Front National sich umbenennen wird, nicht mehr Front National, sondern Rassemblement National, also nationale Sammlungsbewegung. Sie versuchen also auch ein neues Image zu kriegen. Was ist da vielleicht, also wie schätzt du die Lage aktuell ein? Was sind Erfolge von Front National, wie hat sich der Diskurs verschoben, aber auch wie agieren linke Parteien, weil es ja sehr interessant ist, dass France Insoumise mit Mélenchon, aber auch mit der breiten Basis es trotzdem geschafft hat, ein ganz wichtiger Counterpart zu Le Pen zu sein. Wie haben die das geschafft und wo siehst du noch Möglichkeiten und auch Punkte für uns, die in unsere deutsche Debatte vielleicht mit einbezogen werden können? Und nochmal herzlichen Dank, Lisa, für die Übersetzung. Vielen Dank. I will speak in English, it would be easier for me. Sorry for that. So, a year ago, Marine Le Pen lost the second round of the presidential election against Emmanuel Macron, who is now president. But today, a party that was rebranded, as he said, Rassemblement National, a different name, but the same shit, basically, is expected to come first for the next European election. So, the first point I wanted to focus on is how the extreme center that Emmanuel Macron represents actually fuels the rise of the extreme right. Zu Anfang erstmal, genau, sie hat kurz die, eben diese Umbenennung der Front National in. Sie nannte eben zunächst nochmal die Umbenennung der Front National in Rassemblement National, also in diese nationale Sammlungsbewegung, wie Judith schon gesagt hatte. Eben genau vor einem Jahr so ziemlich hat Le Pen die zweite Runde der Präsidentschaftswahl gegen Emmanuel Macron verloren, der jetzt Präsident ist. Und eben genau seitdem hat eben dieser Namenswechsel, der eigentlich mit einem Imagewandel einhergehen soll, stattgefunden. Aber eigentlich ist es nur ein anderer Name oder eben die gleiche Sache. Und nun wird erwartet, dass Le Pen bzw. die Front National oder Rassemblement National in der Europawahl tatsächlich gewinnen wird. Und Daniel hat auch noch gesagt, dass eben diese extreme Mitte, die Macron eben repräsentiert, dass das ein wichtiger Faktor ist, der eben diese neue Rechte antreibt. So when we come back a year ago, during that second round of the presidential election, what is interesting is how such an epic fail it was for Marine Le Pen. She totally collapsed, especially during the debate, the big debate between the two rounds of the election, where she actually showed how empty her politics were. And she was totally ridiculous. She actually get mocked by the way she behaved during that that debate, and that was a turning point of the election. And that after that, we already expected Macron to win, because when you're against Marine Le Pen, you're sure to have everybody against her, so pushing for you. But after that debate, it was clear. She had lost all her credibility as a party leader and as a potential president. Genau, also eben nochmal, um nochmal in das vorherige Video zurückzugehen, eben in dieser zweiten Runde, was sehr interessant war, war das Versagen von Le Pen eben in dieser zweiten Runde, vor allem in den Debatten.
zum Beispiel zwischen ihr und Macron, wo sich wirklich nochmal gezeigt hat, wie leer eigentlich ihre Politik ist. Sie hat sich praktisch von dem ganzen Volk lächerlich gemacht. Und das war eigentlich so der Wendepunkt in dieser Wahl, nachdem man bereits wusste, dass wahrscheinlich Macron eben gewinnen würde, denn an dem Punkt waren einfach alle gegen Le Pen. Und sie hat dadurch eben ihre Glaubwürdigkeit sowohl als Führerin der Partei und auch als potenzielle Präsidentin hat sie komplett alle Glaubwürdigkeit verloren dadurch. And after her failure at the presidential election, they started to have a split inside her party. And the most prominent one coming from our second incumbent, Mr. Philippot, who actually split to form his own party, now called Les Patriotes. There were infights and people contesting her leadership that actually weakened the party coming from Philippot, but also from the very core of the Le Pen family, because you know it's a family business, actually, and from her niece, who used to be an MP also, and momentarily retired from politics, and is now seen as maybe the next generation that could actually win the election in 2020. Okay, genau, und eben nach diesem Versagen der Front National in der Wahl gab es eben extreme Spaltungen in der Partei. Zum Beispiel Philippot war in der Partei und hat aber mit Les Patriotes, also den Patrioten, hat er seine eigene Partei gegründet. Die Leitung der Partei wurde in Frage gestellt. Es gab interne Machtkämpfe und vor allem eben zwischen Philippot und eben der Le Pen-Familie, weil diese Familie war eigentlich so der Kern eben der Front National bis dahin. Und Marion Maréchal Le Pen, der eben vor kurzem also in der Partei war, aber sich dann erstmal zurückgezogen hat, wird jetzt allerdings erwartet, wird praktisch als die nächste Generation der Front National eben erwartet, auch eben für die Wahl in 2020. What's interesting is this Philippot guy, Florian Philippot, was one of the main factors of the rebranding, the first rebranding of the Front National, starting in 2012, when Marine Le Pen was first for the first time the candidate at the presidential election, and she took over from her father. Jean-Marie Le Pen, and with the help of Florian Philippot, who came from, who's been in the extreme right and conservative right, is not a direct product of the far right, the traditional far right. He has been able to rebrand her image and make her look more acceptable, and also he was the one focusing on social issues and on using working class struggle words and slogans that helped her in the 2012 election and in the 2017, in the past election. Genau, eben Florian Philippot war auch ein großer Faktor in diesem ersten Imagewandel der Front National, der ja eigentlich in 2012 begonnen hatte, als Le Pen zum ersten Mal Kandidatin war für die Präsidentschaftswahl. Das hat sie ja übernommen von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen.
Und Philippot repräsentiert eigentlich so eine extreme konservative Rechte, aber kommt nicht aus dieser traditionellen Rechten und hat dadurch eben dieses Image ein bisschen verändert, indem er zum ersten Mal eigentlich soziale Fragen adressiert hat, und zwar mit einer Rhetorik, die eben sich auf die eben auf die Arbeiterklasse, eben auf die genau, auf diese Fragen irgendwie bezogen hat und einfach mit seiner Rhetorik das Image verändert. And the overpoint about Florent Philippot is the major issue he had with the leadership of Marine Le Pen is about Europe. And about the fact that Marine Le Pen kind of decided not to push the European question and sounded like she could compromise maybe, and she wasn't so much in favor of some kind of Brexit and to oppose Europe, whereas Philippot was in favor of being more clear about the break from the European Union, and between the two rounds of the election, when they were thinking about organizing a government and making an alliance to do that, that's the issue that was raised, and that the question around which the split happened. Genau, also das größte Problem, beziehungsweise was eben der größte Unterschied war mit Philippot, war einfach diese Frage von Europa. Und da Marine Le Pen hat sich eigentlich nicht besonders explizit eben gegen die EU geäußert, also hat nicht eben eine Art Brexit nicht unbedingt dafür gestimmt. Und da war Philippot eigentlich dafür, da eben eine klarere Position eben gegen die EU einzunehmen und eben mit der EU-Politik zu brechen, wenn es darum geht, eben eine Regierung zu bilden. And on the other end, on the other side of the infighting, is Mario Maréchal Le Pen, who may represent a new phase, new generation. She's younger, she's blonder, she's cuter, and which is also part of the strategy and the media strategy to push her forward. I think it's also a political point, but she represents the hardcore, old-fashioned. She's more linked with her grandpa, Jean-Marie Le Pen, and that very neo-fascist and hardcore extreme right in the party. Genau, und eben auf der anderen Seite steht eben jetzt Marion Maréchal Le Pen, eben die neue Kandidatin und Favoritin für 2020, jünger, blonder, und eben diese Strategie, sie eben an die Spitze zu stellen, und sie repräsentiert eigentlich eine sehr extreme konservative Richtung, die eigentlich eher mit ihrem Großvater, eben Jean-Marie Le Pen, korrespondiert und eben sich stark in Richtung eben extreme Rechte und sogar Neofaschismus orientiert. So with that situation, inside the party that came second at the presidential election, you would expect the far right to be weakened in their society and weakened politically, but unfortunately it's not really the case. Actually, what we witness is the way the political strategy of the new party of Emmanuel Macron, with the willing help of the media, help keep the extreme right, the Front National rhetorics, and actually the politics at the center of the political debate in France. Genau, und
was man eben erwartet hätte, nachdem die Front National in der Wahl verloren hatte, war, dass dadurch die Rechte in Frankreich eher geschwächt würde. Allerdings ist das nicht passiert und anstatt dessen, was man beobachtet, ist eben durch die politische Strategie von Macron und die Darstellung des Diskurses in den Medien, das hat dazu beigetragen, dass eben die Rhetorik und Politik der Front National eben im Zentrum der politischen Debatte geblieben ist. So of course it's been 40 years in the making since the rise of the Front National in the French political scene in the mid-80s, when the first austerity policies were implemented by the then Socialist Party government. What we've witnessed in France is the way the ideas of the Front National, what we call la lepenisation des esprits, the way their rhetorics spread throughout the political scene from the right to even part of the left, especially focusing on anti-migrant issue and now Islamophobia. Genau, und eben das Ganze, die Front National hat sich ja seit 40 Jahren eigentlich so entwickelt, also vor 40 Jahren ist sie zum ersten Mal sozusagen aufgetaucht in der Mitte der 80er Jahre, als die Austeritätspolitik zum ersten Mal implementiert wurde Daniel sprach gerade von der Lepenisation des Esprits, also eben der Lepenisierung der Geister, also des politischen Diskurses und eben halt einfach die Ausbreitung von bestimmten Ausdrücken und Rhetoriken, eben, die sich von der Rechten auch irgendwie auch weiter in die Linke ausbreiten, die vor allem eben mit Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie eben gegen Migranten sich richten. The other part of the equation is also the way the Social Democrat Party, the Socialist Party, has turned more and more to the right when in power in the 90s and then in the 2000 years. The way it accepted neoliberalism, it embraced it, and it turned away from working class people to implement those policies targeting working class people. Genau, und die andere Seite der Gleichung ist eben, dass die Sozialdemokratische Partei sich in den 90ern und 2000ern eben immer weiter dem Neoliberalismus zugewendet hat und sich eben von der Arbeiterklasse dadurch abgewendet hat und dadurch immer weiter nach rechts gerutscht ist. And Macron is actually the poster child for that is the he narrated both the austerity neoliberal agenda that has been implemented by both Socialist Party and right-wing party in power. And he also was helped by, for instance, the way Sarkozy has been targeting migrants and the way the so-called left actually lost the battle of ideas against racism and was unable to build resistance to the new wave of racism and Islamophobia. So it's really the conjunction of that. He was politically born in the Socialist Party, and President Hollande, the former president, actually gave him the power when he you promoted him from counselor to economy minister, and then being unable to be a candidate at the presidential election, he let Macron be the poster child of neoliberal of the neoliberal agenda in France.
Genau, also Macron ist sozusagen der Vorzeigekandidat eben für diese Austerität und die neoliberale Agenda, die sowohl von sozialdemokratischen, sozialistischen als auch den rechten Parteien eben implementiert wird. Und das wurde halt auch durch Sarkozy beeinflusst und Sarkozys eben Rhetorik gegen Migranten und dadurch eben gleichzeitig hat die Linke ein bisschen den Kampf verloren, eben gegen diese Fremdenfeindlichkeit und gegen den Rassismus vorzugehen. Die haben sich da nicht gegen durchsetzen können. Und Hollande hat eben Macron sehr geholfen, indem er ihn erst zum Finanzminister ernannt hat und dann eben als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl unterstützt hat. Und dadurch wurde er sozusagen genau einfach dieser Vorzeigekandidat der neoliberalen Agenda.